Fast 130 Jahre kennt man den Sport mit den Gleithölzern im Allgäu. Genießen heute Wintersportler den Komfort moderner Bergbahnen, die sie zu den präparierten Pisten hinauftragen, war es in den Anfängen erst einmal mit einem schweißtreibenden Aufstieg verbunden, ehe man sich dann auf tief verschneiten Hängen ins noch junge Vergnügen stürzen konnte. Und so versetzen sich heuer zum vierten Mal über 160 Teilnehmer in die Vergangenheit des weißen Sports und nahmen am Stinnesser Lift im Allgäuer Skiort Fischen am historischen Skirennen teil. Organisiert wurde das Rennen vom ersten Vorsitzenden des Fördervereins Fischener Heimathaus und gleichzeitig einem der Mitbegründer des Skimuseums dort. Ja, das Skimuseum Fischen im Allgäu hat die Aufgabe, die Skihistorie in der ganzen Bandbreite zu erhalten. Wir haben also von alt bis neu alles da in unserem Museum, was wir zeigen können. Und das ist ja der Ausdruck von der FIS, dass wir das FIS-Prädikat gekriegt haben. Dieses war dann auch der Treffpunkt für die wagemutigen Frauen, Männer und auch die jungen Teilnehmer, die sich im Gegensatz zu manch Erwachsenem ohne Doping auf die Latten ohne Stahlkanten wagten. Drehen wir das Rad der Geschichte zurück. Ende des 19. Jahrhunderts ist ein Name im oberen Allgäu eng verbunden mit der weißen Kunst, wie man den neuen Zeitvertreib damals auch nannte. Fritz und Eugen Heimhuber, ihres Zeichens keine geringeren als die Söhne des königlich-bayerischen Hoffotografen Josef Heimhuber aus Sonthofen, waren gleichermaßen leidenschaftliche Landschaftsfotografen als auch die ersten begeisterten Nutzer der hölzernen Schneeschuhe. Fritz Heimhuber, wie schon gesagt, der Oberallgäuer Skipionier, hat natürlich keine Möglichkeit gehabt, aus Norwegen Ski zu besorgen. Er hat aber das Buch in den Händen von Nansen, die Grönland-Durchquerung, und das hat ihm den Ansporn gegeben, Ski zum Fahren, Ski zum Bauen, Ski zum Machen. Seine Exemplare hatten damals schon eine deutliche Talierung, wie man sie heute von Carving-Skiern kennt. Damit gab er sich aber noch nicht zufrieden und erfand noch manch nützliches Zubehör für den noch jungen Sport. Am Anfang nutzte man noch eine lange Stange, um Richtungswechsel einzuleiten, um diese herumzuspringen oder gar zu bremsen. Für die später genutzten Stöcke erfand Fritz dann den Stockteller, den er wie viele andere Erfindungen zum Patent anmeldete. Es ist wohl einzigartig, dass die Heimhuber-Brüder als Skipioniere auch professionelle Fotografen waren und somit die wohl umfangreichste Fotochronik Europas in Sachen Skilauf entstehen konnte. Fritz Heimhuber war es dann auch, der mit dem Kempner Arzt Dr. Max Mattlehner in einer zweitägigen Tour das 2224 Meter hohe Nebelhorn in Oberstdorf erstmalig im Winter bestieg. In einer mondhellen Nacht machten sich die beiden auf den Weg, um den tagsüber zu taldonnernden Lawinen zu entgehen. Das Skimuseum in Fischen ist eines von 23 offiziell anerkannten Museen des internationalen Skiverbandes FIS und zeigt neben der Ausrüstung der Heimhubers auch Skier aus Skandinavien aus der Anfangszeit und verfolgt die Geschichte bis in die Neuzeit, als dann auch bekannte Skirennläufer aus dem Allgäu internationale Titel erkämpften. Christel Kranz und Heidi Biebel waren unter anderem beliebte Motive der Heimhubers. Doch zurück auf die Piste. Am Mordsgaudi hatten Teilnehmer und Zuschauer am Hang. Zwangsläufig ändert sich der heutige Fahrstil der Wagemutigen mit der Tatsache, dass die alten Bretter nicht nur ungewöhnlich lang, sondern teilweise gänzlich ohne Stahlkante über den mit der einbrechenden Kälte härter werdenden Hang zu steuern waren. Im normalen Gewand sei dem Sport zu frönen, hieß es damals. Die Betuchteren erkannte man an einem weißen Pullover und den Frauen war es strikt untersagt, es den Männern gleich zu tun und in Hosen zu fahren. Sie trugen Röcke. Als Kopfbedeckung diente oft eine Motorradmütze. Musik.
Alle Rennläufer waren sich in einem einig, es war damals schon deutlich schwieriger, die Skier in der Spur zu halten, das Tempo zu kontrollieren oder am Fuß des Hanges einen sicheren Stopp hinzulegen. Aber da wussten die meisten sich zu helfen und legten eine Sicherheits-Po-Bremsung hin, denn sonst hätte der Kameramann diesen Dreh vielleicht nicht überlebt. Der Austragungsort des Skirennens kann in historischer Sicht sehr stolz sein. Denn auf Fischinger Flur liegt auch größtenteils die wohl älteste, vielbegangene Skitour über die sogenannte Hörnergruppe. Von Bolsterlang nach Ofterschwang oder auch umgekehrt war diese Skifahrt aufgrund der noch jungen Eisenbahnlinie von Immenstadt nach Oberstdorf äußerst beliebt und auch wegen der fantastischen Aussicht ein besonderes Erlebnis. Auch da haben die Gebrüder Heimhuber durch ihre Fotografie ein unvergessliches Erbe hinterlassen. Wer sich ein lückenloses Bild über die Skihistorie im Allgäu machen möchte, kann im Skimuseum in Fischen oder auch im Fotohaus Heimhuber in Sonthofen die Ausstellung bestaunen und in die alten Zeiten zurückreisen. Stilvoll und schick nahm am Stinnesserlift eine besondere junge Dame teil. Ja, war eine Mordsgaudi. Wir sind gut runtergekommen, würde ich sagen, aber wir haben auch einen Mordsrespekt jetzt vor den Skifahrern von damals, die mit diesen Holzschieren runtergefahren sind. Also Respekt, wenn man damit so gut Skifahren konnte, weil das ist eine Herausforderung. Ja, wir versuchen natürlich alles, um das Erbe zu bewahren. Wir digitalisieren die ganzen Bilder, die die Ski- und Fotopioniere Heimhuber gemacht haben. Die werden alle digitalisiert und dann auch der Nachwelt zur Verfügung gestellt. Wir haben ein Museum, wir haben eine Ausstellung bei uns, wo man auch die ganzen Taten und die ganzen Errungenschaften der Heimhuber Skipioniere und Fotopioniere erleben kann. Und ja, wir versuchen einfach wirklich mit solchen Veranstaltungen, mit Aktionen, das zu verbreiten und das am Leben zu erhalten. Ein großer Name im Allgäu wird mit Liebe und Engagement gepflegt. Es gibt noch viel zu tun, denn das bisher gesicherte Erbe stellt einen kleinen Teil des Ganzen dar. In den 100 Jahren Geschichte der Heimhubers als Fotografen und Skipioniere schossen alle Generationen eine geschätzte 500.000 Bilder. Es bleibt spannend im Allgäu.